willst deine eigene Verlobte entführen. Ja, das wirst du tun. Ich spiele vor der Familie den besorgten Verlobten. Darin habe ich ja Übung. Nach großer Liebe klingt das hier nicht. Das geht dich gar nichts an. So, zwei Kaffee. Du suchst eine Herausforderung. Warum steigst du nicht mit in die Holding ein? Carla wird dir alles erklären. Also, ich habe dich gesucht, weil ich finde dich... Also, ich will dich als DJ. Um den Kombi vor ihrer Tür. Ach, das ist meiner. Ja, der blockiert die Feuerwehrzufahrt. Bremst denn? Der muss weg. Ich fahre ihn sofort weg. Ja. Was ist? Das würde ich gern von dir wissen. Das war nur ein Kuss. Nicht mehr als ein Dankeschön. Für was? Dass du mich als DJ in deinem Schuppen haben willst. Du bist schon komisch. Mich küsst du, Robin, haust du eine runter? Wer ist Robin? Was hältst du davon, Cecile? Dein Angebot ist wirklich gut, aber ich weiß nicht. Das wäre wirklich der Job für dich. Und Carla sucht wirklich dringend jemanden, der ihr mit den Expertisen bei den Einkäufen hilft. Dankeschön. Danke. Ja, aber wer sagt denn überhaupt, dass mir diese Arbeit liegt? Cecile, schau dir alles in Ruhe an und dann entscheidest du dich. Und wenn es dir wirklich nicht gefällt, dann finden wir eine andere anspruchsvolle Tätigkeit für dich. Hm? Ich werde darüber nachdenken, okay? Mhm. Wir könnten einen Abstecher ins Auktionshaus machen, damit du gleich einen Eindruck gewinnst. Jetzt habe ich leider keine Zeit. Ich habe schon was Wichtiges vor. Ja, das ist es. Ist ja nicht gerade viel zu sehen. Na, warten Sie es ab. Hier entsteht ein supermodernes Kongresszentrum. Leider verfüge ich nicht über die Fantasie eines kleinen Jungen. Das hat auch nichts mit Fantasie zu tun, sondern mit Visionen. Wir können hier Millionen machen. Ja, und wir können hier Millionen waschen. Mr. Rush hat ein gutes Händchen gehabt. Ja, und dank Herrn von Beinbach bleiben unsere Westen sauber. Dieser Mann wird doch hoffentlich keine dummen Fragen stellen. Darauf können Sie sich verlassen. Der will nach oben. Und dafür tut er alles. Eine allzu hohe Meinung haben Sie ja nicht gerade von ihm. Und was halten Sie von mir? Sagen wir es mal so. Das hat auch nicht viel mit der Fantasie eines kleinen Jungen zu tun. Hallo. Ja? Wie war dein Tag? Ganz gut, wenn man davon absieht, dass Cecile meine neue Geschäftspartnerin werden soll. Ah, Cecile sucht einen Job. Und das ausgerechnet im Auktionshaus. Immerhin denke ich langsam weniger an die Entführung und an diese widerlichen Kerle. Mit der Zeit legt sich der Schrecken. Welche soll ich nehmen? Schwarz. Schwarz passt immer. Doch nicht lieber die? Warum ist denn das so wichtig? In meinem neuen Job will ich nicht nur perfekt sein, sondern auch tadellos aussehen. Neuer Job? Mhm. Dein Bruder hat mir die Projektleitung für das Kongresszentrum angeboten. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Tja, warum auch nicht? Schließlich habe ich ihm das Geschäft besorgt. Und du kannst jetzt endlich zeigen, was in dir steckt. Danke. Von Beinbach. Hartmann.
Was kann ich für Sie tun? Eine ganze Menge. Ich brauche Geld. Wozu? Ich muss abhauen, möglichst weit weg und möglichst lange. Außerdem brauche ich einen verschwiegenen Arzt. Die sind nicht billig. Hat das nicht Zeit bis morgen? Nein. Können wir das nicht in Ruhe besprechen? Hey, wenn du mich hinhalten willst. Verdammt nochmal, ich bin nicht alleine. Hör zu. Ich bin an einer sehr interessanten Sache dran, aber das braucht noch. Das kannst du den 7 Zwergen erzählen, aber nicht mir. Wenn ich mich das nächste Mal melde, will ich Geld sehen, klar? Hallo? Hallo? Kevin, mein Ex, hat mich nach Strich und Faden verarscht. Immer wenn er Kohle von mir wollte, konnte er super lieb sein. Und wenn er die dann hatte, ganz schön lange gebraucht, bis ich kapiert habe, dass er mich nur ausgenutzt hat. Immerhin weißt du es jetzt. Das ist doch auch schon mal was. Trotzdem, immer wenn ich ihn zufällig sehe, kommt der ganze Mist wieder hoch. Das muss der gute Robin jetzt ausbaden. Robin, ich kann einfach nicht glauben, dass Kevin einen Doppelgänger hat. Sag mal, kennst du ihn lange, diesen Robin, meine ich? Ja, lang genug. Das muss gar nichts heißen. Sich irgendwo unter irgendeinen Namen einzuchecken, das traue ich Kevin schon zu. Pass auf, wenn du Lust hast, dann können wir zusammen in die WG fahren. Und dann beweise ich dir, dass Robin Robin ist. Wenn du meinst. Ja, außerdem wäre eine Entschuldigung fällig. Immerhin hast du ihm eine runtergehauen. Sorry, aber irgendwas stimmt mit Ihrer Karte nicht. Heute Mittag hat sie noch funktioniert. Können Sie das Zimmer vielleicht auch bar bezahlen? Sie schläft. Ach, das sieht ja nach ganz wenig Arbeit für mich aus. Also ich weiß wirklich nicht, ob ich dich mit ihr allein lassen soll. Ach, Fläschchen geben und sie wickeln, das kriege ich hin. Sie bekommt gerade ihre ersten Zähne. Und das heißt? Sie wird schreien, sehr laut. Wahrscheinlich ist es wirklich besser, ich bleib hier. Nein, du gehst auf das Konzert. Okay, aber ich nehme mein Handy mit, ja? Und wenn irgendwas ist... Es wird nichts sein. Dann rufst du mich an, versprochen. Mhm. Wirklich. Weil wenn sie schreit, dann kann nur noch ich sie beruhigen. Caroline wird bestimmt nicht lauter sein als deine Band. Ach, hast du eine Ahnung? Wenn es Probleme gibt, rufe ich dich an, okay? Und jetzt los, sonst siehst du nur noch die Zugabe. Später, ja? Danke. Viel Spaß. Wir beide schaffen das schon. Schon vor ein paar Tagen das Vergnügen. Ja, wenn auch nur ein sehr kurzes. Schön, dass Sie sich erinnern. Von Beinbach? Wie könnte man Sie vergessen? Warten Sie auf den Grafen? Nein, ich wollte zu Ihnen. Also ich würde mich mit Ihnen jetzt gerne noch weiter unterhalten, aber das Kongresszentrum, das nimmt mich leider Gottes voll und ganz in Anspruch. Genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Hier. Der Graf war so freundlich, mir sein Büro zur Verfügung zu stellen. Mit einer reizenden Frau wie mit Ihnen zusammenzuarbeiten, ist eine große Ehre für mich. Diese kleine Summe hier, die würde ich ganz gern bei der Lahnsteinbank einzahlen. Das Kongresszentrum baut sich ja nicht von alleine auf, ne? Ja. Kein Problem. Haben Sie doch einen Nachweis dafür? Einen Nachweis? Ja, für die Herkunft. Bei Beträgen dieser Größenordnung ist das leider Vorschrift. Also Mr. Rush, der Geldgeber, ist seit Jahren Kunde der Bank und eng mit dem jungen Grafen befreundet. Ja, aber... Und ein Nachweis war nie nötig. Warum sollte das jetzt anders sein? Hi, ist Hannah da? Nein, aber komm ruhig rein. Mann, die Kleine hat vielleicht ein Organ, die hört man ja bis oben in die Kneipe. Also wenn ich irgendwann mal eine Sängerin für meine Oper suche, weiß ich ganz genau, wen ich frage. Oh, irgendwann muss sie sich ja wieder beruhigen. Ich
fürchte, da kann nur Isabel helfen. Ja, aber die ist auf dem Konzert. Und der soll doch eigentlich bleiben. Ja, bin gespannt, wie du in einer Stunde drüber denkst. Ich könnte Leonard anrufen. Vielleicht weiß der, was man da machen kann. Aber der hat in der Klinik auch genug zu tun. Armes Würmchen. Was machen wir nur mit dir? Wieso brauchst du Kamille? Ja, das ist doch so ein altes Hausmittel. Das hilft bestimmt. Wenn das ein Fake ist, bin ich gleich wieder weg. Schon okay. Ich habe keine Lust, Kevin nochmal zu sehen. Das wirst du nicht. Und, was hältst du von unserer WG? Ist doch geil, oder? Aber wie gesagt, wenn Kevin... Zum letzten Mal, hier wohnt kein Kevin, ich kenne auch keinen Kevin. Und Robin ist Robin. Und mit der Miete könnte ich mir Zeit lassen? Ja, klar. In der Pension wäre es schwierig gewesen für dich, wenn deine Karte nicht funktioniert. Okay, ich zieh ein. Wunderbar. Aber vorher will ich den Beweis noch dafür, dass Robin nicht Kevin ist. Robin hat ein großes Muttermal im Hintern. Kevin sicher nicht. Kleiner Scherz. Hier. Robin Brandner. Das kann nicht wahr sein. Sogar auf dem Foto sieht er aus wie mein beknackter Ex. Unglaublich. Ist denn jetzt alles okay? Ich denke ja. Perfekt. Hi, Robin. Sag mal, geht's noch? Erst scheuerst du mir ein und jetzt durchwühlst du auch noch meine Sachen. Ah, Ansgar. Ich hoffe, du hast noch keine Baufirma beauftragt. Nein, darum wollte ich mich in den nächsten Tagen kümmern. Das musst du nicht. Ich werde einen Termin mit Herrn Brandner machen. Brandnerbau? Ja, genau. Stelle mir doch bitte die Unterlagen für ihn über das Kongresszentrum zusammen, damit er uns einen Kostenvoranschlag erstellen kann. Reicht es nicht, dass er unser Schloss renoviert? Ich fürchte, das Kongresszentrum ist eine Nummer zu groß für ihn. Erstens hat Brandnerbau schon große Projekte realisiert und zweitens sind wir seiner Familie noch einen Gefallen schuldig. Inwiefern? Muss ich dich wirklich daran erinnern, dass durch den Verkauf von Ryan Cosmetics gegen meinen Willen Frau Brandner ihre Firma verloren hat? Du weißt ja, wie ich darüber denke. Und du kennst meine Meinung. Gut, vielleicht sollten wir über dieses Thema ein andermal in Ruhe sprechen. Oh, entschuldige. Das ist leider dringend. Einen schönen guten Abend. Ich wollte nur schnell Bescheid sagen, dass alles nach Plan läuft. Dann hat er sich also kooperativ gezeigt? Das ist genau, wie Sie gesagt haben. Er wird alles machen, um nach oben zu kommen. Dann dürfte er mit diesen folgenden Geldkoffern auch keine Probleme haben. Ich denke nicht. Sehr schön. Dann ist die Finanzierung des Projektes also gesichert. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich hatte nichts anderes erwartet. Einen schönen Abend noch. Wiederhören. Taxi! Felix, was machst du da? Saugen! Siehst du doch! Wie soll ich bei dem Krach bitte lernen? Bin gleich fertig. Kannst du auch morgen sauber machen? Nee, Coco kommt gleich. Du willst wohl Eindruck bei ihr schinden, wie? Na und? Du könntest auch mal etwas netter zu ihr sein. Ich? Ja, du, sonst haut sie wieder ab. Und ich habe keinen Bock, noch mal die halbe Stadt nach ihr abzusuchen. Sag mal, was willst du eigentlich mit dieser durchgeknallten Kuh? Hm? Coco ist der Hammer. Oberhammer. Hysterisch ist sie, weiter nichts. Sag mal, allein schon die Geschichte mit dem Doppelgänger, da lache ich mich kaputt. Du wirst ja schon sehen. Das hat sie sich bestimmt nicht mal ausgedacht.
Hey, das ging ja fix. Hast du was anderes erwartet? Und was ist da drin, dein Ex-Freund? Du wolltest einen Beweis und du kriegst ihn auch. Na, hab ich zu viel versprochen? Nee. Und? Bin echt beeindruckt. Verrätst du mir noch, wie du das geschafft hast? Auf alte Hausmittel ist eben Verlass. Ich meine, du hättest mich auch ruhig anrufen können. Nein, dann wäre dein Konzertbesuch geplatzt. Und außerdem hat sie auch ohne dich funktioniert. Caroline schläft, schläft und schläft. Ach, danke, Cecile, das war wirklich ganz lieb von dir. Wie war denn das Konzert überhaupt? Super. Warte, ich habe noch was für dich. So als kleines Dankeschön fürs Babysitten. Ach, ich hoffe, du magst die Musik. Danke. Ist das dieser Sänger, auf den du so stehst? Ich bin verheiratet. Oh. Also, wohl. Wieso hast du den Sänger dann nicht mitgebracht? Ich glaube, er steht nicht auf Frauen. Hallo zusammen. Ach, hallo. Schon Feierabend? Ja. Hast du noch einen Kaffee für mich? Natürlich. Wenn du schon so ein Gerät hast, warum stellst du es dann nicht an? Es ist an. Dank Cecile schläft unsere Kleine brav wie ein Lamm. Aha. Ich hab ihr nur ein bisschen Kamille gegeben. Willst du wohl Konkurrenz machen, oder? Herr von Beinbach, haben Sie Ihre Meinung geändert? Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, ich würde mich an derart dubiosen Geschäften beteiligen? Das regen Sie sich so auf. Bei dem Geschäft können wir alle nur gewinnen. Sie und Ansgar, wie lange kennen Sie sich eigentlich schon? An der Sache ist doch was faul. Warum soll ausgerechnet ich Gelder transferieren, deren Herkunft unklar ist? Wie gesagt, Mr. Rush ist ein alter Geschäftsfreund. Ja, dann soll sich auch jemand anders um seine Millionen kümmern. Für mich sieht das wie eine Falle aus. Falle, unsauberer Deal. Gerade an Ihrer Stelle wäre ich etwas vorsichtig mit solchen Begriffen. Ja, was soll das denn heißen? Sie waren mal der Besitzer einer Diamantenmine, oder? In Brasilien, glaube ich. Woher wissen Sie? Und wie ist es Ihnen eigentlich gelungen, so schnell Chef bei Beinbach Allmedia zu werden? Oh, und dann noch diese bösen, bösen Gerüchte über den Mordversuch an Beatrice von Beinbach. Erpressung und. Also eigentlich wäre ich doch diejenige, die Ihnen misstrauen müsste, oder? Aber wie gesagt, Geheimnisse sind bei mir in guten Händen. Ich hoffe, bei Ihnen auch. Mehr hast du nicht? Nö, wozu auch? Wenn man ständig unterwegs ist, stört der viele Kram nur. Ja, das soll ich mir vielleicht auch mal angewöhnen. Wie geht diese Tante in unsere WG, ohne uns vorher zu fragen? Ja, echt. So vorbei mit unserer Männerrunde. Jetzt heißt es wieder regelmäßig das Bad putzen. Wenn man überhaupt da rein kann. Ich sag dir was. Mit der Frau werden wir noch eine Menge Spaß haben. Wart's mal ab. Eine Frau in unserer WG ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mit Alexa zum Beispiel hat das wunderbar geklappt. Das ist echt kaum zu glauben. Was denn? Dass es noch jemanden gibt, der genauso doof aussieht wie du. Ha, ha, ha. Tja, vielleicht laufen auch noch hunderte von euch Robins auf der Welt rum. Saddam hatte auch zig Doubles. Ey, das ist heute echt mein Tag. Erst kriege ich eine gescheuert und jetzt werde ich auch noch mit Saddam Hussein verglichen. Dankeschön. War ein Witz. Hey, endlich wieder leben, der Bude. Ja, du musst mir nur sagen, wann du bei mir anfangen willst. Dann lasse ich dir ein Büro einrichten. Ich nehme noch an, du brauchst dein eigenes Büro? Das ist sehr nett von dir und ich weiß dein Angebot auch zu schätzen. Aber ich werde es nicht annehmen. Im Auktionshaus zu arbeiten, ist nicht das Richtige für mich, denke ich. Das wird deinem Mann aber nicht gefallen. Er hat es doch am liebsten, wenn die ganze Familie für sein Imperium arbeitet. Ein Wort noch und ich kaufe das Krankenhaus, in dem du arbeitest. Es hat doch nichts mit dir zu tun. Ab und zu eine Auktion organisieren ist okay, aber als Fulltime-Job... Ja, wie du meinst. Also ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.
Weißt du denn schon, was du in Zukunft machen willst? Ich habe gemerkt, dass es mir Spaß macht, anderen zu helfen. Ich denke, ich werde mir in dieser Richtung irgendwas suchen. Oh, Dad! Den Ton kenne ich. Ich brauche nur ein bisschen Geld, weil ich heute Abend noch ausgehen werde. Lass dich doch zur Abwechslung mal von deinem Lars einladen. Als Uni-Dozent wird er sich das ja wohl leisten können. Warum bist du so gemein zu mir? Ich hatte einen harten Tag. Entschuldige. Ich dachte, dein neuer Job macht dir Spaß. Macht er auch. Aber? Ja, soll ich dich jetzt mit Details langweilen? Entschuldige. Von Beinbach. Hör zu, Beinbach. Letzter Vorschlag zur Güte. Du machst dich jetzt sofort auf den Weg zu mir. Mit Geld. Und zwar mit viel Geld. Ja, was ist denn jetzt? Hast du noch ein bisschen Geld für mich? Ich hab nicht die ganze Nacht Zeit. So viel brauche ich auch gar nicht. Sagen Sie, kann ich Sie später zurückrufen? Ich bin gerade in einer Besprechung. Ich lasse mich nicht länger hinhalten. Jetzt warten Sie doch. Zu spät, Beinbach. Wollen wir was kochen? Ja, mach mal Pasta. Oh nee, bitte keine Pasta mehr. Lass uns doch mal einen Pizzaservice anrufen. Immer nur Pizza. Jetzt habt euch nicht so. Wenn wir da mehr bestellen, kriegen wir auch Rabatt. Außerdem sind die Pizzen da wirklich geil. Ja, ja, und Hunger ist der beste Koch. Was zu essen könnte ich auch vertragen. Ja, dann solltest du diese Pizza hier mit Rucola nehmen. Ich hätte Lust auf einen Döner. In Kreuzberg an den Jordbrücken gibt's den besten jenseits von Bosporus. Süße, das ist in Berlin. In Düsseldorf gibt's auch Döner. Ich dachte, du wolltest Pizza. Ach was. Döner ist mal was anderes. Und außerdem, ich lade euch auch ein. Danke. Ich weiß auch, wo es den besten gibt. Hast du Lust mitzukommen? Ich wollte eigentlich noch meine Sachen auspacken. Du kannst mich ja rufen, wenn du wieder da bist. Wie süß. Wenn sie ruft, springst du. Coco ist echt der Hammer. Ich erinnere mich dunkel, das hast du über Vanessa auch mal gesagt. Felix. Wer ist Vanessa? Ach, du meinst, das kommt bei Coco an, wenn du dich zum Pudel machst? Warum nicht? Immerhin haben wir uns schon geküsst. Ansgar von Lahnstein? Ich hätte einige interessante Neuigkeiten für Sie. Wer spricht denn da bitte? Mein Name ist unwichtig. Also entschuldigen Sie mal, dann bin ich aber auch nicht interessiert an den Neuigkeiten, die Sie mir hier anbieten wollen. Wollen Sie wirklich nicht wissen, wer hinter der Entführung Ihrer Schwester Carla steckt? Und so geht es weiter. Ich vertraue auf Ihre Intelligenz. Keine Polizei, keine registrierten oder markierten Scheine. Ja, Sie wiederholen sich. Sagen Sie mir doch einfach den Treffpunkt. Fahren Sie Punkt 14 Uhr los, Richtung Friedrichstadt. Das Parkhaus am Fürstenplatz. Andi! Jana! Hey, alles in Ordnung?